Auch an Regentagen ging es im Sommer 2011 heiß her im Kerngebiet des böhmischen Nationalparks Šumava. Tschechische Umweltschützer wehrten sich mit Unterstützung niederbayerischer Naturschützer gegen die flächendeckende Abholzung der vom Borkenkäfer befallenen Bäume. Damals wurde sogar gefordert, die EU-Förderung für den böhmischen Nationalpark aufzuheben. Unter diesen Vorzeichen stellte am Freitag der neue tschechische Nationalparkleiter Jiří Manek sein Konzept vor. Realität im Nationalpark Šumava in den letzten 2 Jahren, lautete der Titel seines Pressegesprächs in der VHS Regen. Als wir 2011 im Nationalpark angefangen haben zu arbeiten, war die Situation folgende. Die Gemeinden waren im Rechtsstreit mit dem Umweltschutzministerium, der Nationalparkrat tagte nicht und lehnte ab, sich mit der Nationalparkverwaltung zu treffen. Es gab keinen gültigen Pflegeplan und keine Besuchsordnung. Das mussten wir in Ordnung bringen. Transparenz sei das Gebot der Stunde. Außerdem habe man die über 400 Ausnahmegenehmigungen, mit denen die Abholzaktionen im Schutzgebiet möglich waren, ersatzlos gestrichen. In der Schutzzone 1, das sind 22% des Šumava-Nationalparks, werde man wie in Bayern auch die Natur sich selbst überlassen. Durch Verhandlungen haben wir mittlerweile erreicht, dass die erste, die wertvollste Zone um bis zu 100% erweitert wird. Das heißt, von 9.000 auf bis zu 18.000 Hektar. Seitdem es den Nationalpark Šumava gibt, war diese Schutzzone 1 noch nie so groß. Mit über 68.000 Hektar ist der böhmische Nationalpark fast dreimal so groß wie der Nationalpark Bayerischer Wald. Auf tschechischer Seite verdient bislang aber nur ein kleiner Teil von 15.000 Hektar auch diese Bezeichnung. Und erst in 45 Jahren sollen dann rund 18.000 Hektar echte, geschützte Nationalparkzone sein. In allen anderen Bereichen des Böhmerwaldes darf weiterhin Forstwirtschaft und Tourismus betrieben werden. Das ist Naturschützern in beiden Ländern zu wenig. Da die zwei Waldgebiete im Sinne eines sogenannten Transboundary-Nationalparks zusammenhängen und ineinander übergehen, ist für die Tier- und Pflanzenwelt auch auf bayerischer Seite wichtig, was im Nachbarland in Sachen Naturschutz passiert. Doch für eine weitere Ausweitung der Schutzzone reichen laut Manek die Fördergelder der tschechischen Regierung nicht aus. Hinzu kommt, dass sich auch die Regionen Pilsen sowie Süd- und Westböhmen klar gegen ein größeres Naturschutzgebiet ausgesprochen haben.